So, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part von Grönland Expert. Letztes Mal hab ich ja gegen Satoru voll abgekackt. Und mir fehlt auch der zweite Genie für mir. Der zweite Merkur-Genie. Und ich habe ihn jetzt hier gefunden. Oh, hat ein bisschen gedauert, ihn nochmal wieder zu finden, aber okay. Ivan hat noch. Nicht hier. Ich sag, oder kannst du sagen, er hat Haltangriff gelernt. In der Zeit, wo ich hier gesucht habe und ja, Haltangriff blockiert gegen mich jetzt Synergie, aber gut. Okay, ja, ich kann ja Ramses machen, stimmt ja. Trübt die Sicht, ja. Ja, hau ich einfach mal volle Kanne drauf. Mia, du greifst normal an. Oh, das war letzten Part so ein Mist. Was? Er ist geflüchtet. Super. Dann eben nochmal. Oh, jetzt flüchtet er auch noch. Nee. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, ich hab's ja vergessen, es wieder zu sagen. Goldzahn ist toll, nur so zur Erinnerung. Ganz tolles Spiel, ist super. Das muss ich mir jetzt jeden Tag immer wieder sagen, weil es ist einfach super, es ist schön. Mia, du machst diesmal einfach mal Eishorn. Da, 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 da. Eishorn, oh, wat? Jetzt wäre ich hier sauer. Könnt ihr dem aufhören, so oft zu flüchten? Obwohl, es kann ja nicht schon Atalanta durch diese ganze Aktion machen. Ah. Was ich jetzt auch natürlich auch tue. Du blöder Genie, hör jetzt auf damit. Da. Weh, du flüchtest jetzt, wenn ich das gemacht habe. Danke. Ramses, bam, bumm. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie viel KP der hat. Ja, der hat bestimmt auch einiges gegeben. Mach mal Ragnarok. Du esse. Ja, hier Haltangriff. Ansonsten mach mal wieder Sturmblitz. Du greifst normal an. Schaumkrone. Ja, Hauptsache du flüchtest nicht. Oh, die hat sehr guten Schaden gemacht. Das muss ich sagen. Nochmal den Angriff. Angreifen. Kirin. Dann, Bö und Mia, du heilst mal den guten Ivan. Ragnarok, boom. Ja, komm. Das geht auch schneller. Oh. Warum willst du denn nicht sterben? Ich habe so tolle Krieger. Aber nein, dieser Merkur-Genie denkt sich, leck mich am Arsch. Ich will nicht sterben. Was ich nicht nett finde. Machen wir mal Hitzewelle und Sturmblitz und ach du machst wieder Eishorn. Komm, gesterben, bevor du flüchtest. Oh, 1000 Erfahrungspunkte, okay. 1000? Wow, das ist ja gar nicht mehr wenig. Mir erreicht Level 22. Oh, okay. Best erledigt. Gizio. So, jetzt erstmal wieder verbinden. Was ist deine Veränderung jetzt? Du wirst von Gelehrter zu Priester. Und du bekommst Wunsch und Wunschquelle. Oh, das ist so schön. Ja. Okay. Entschuldigung dafür, aber das muss jetzt sein. Sonst neu, ja.
Ist okay, was kann Gesir? Durchnässt Gegner, schwächt Attacke. Ja, ist auch ein Angriffsgenie. Machen wir einfach mal. Wunsch halt alle und Wunschkelle ist dasselbe, nur halt noch mehr. Ja, genau, ich hätte mir auch wieder. Schaut euch ihre KP an, was ich schon mal in ein paar sagte. Die KP von den Kaiser sollten hoch sein, darum habe ich sie auch sehr hoch gemacht. Hier, mehr als Isaac. Ja, sie hat die meisten. Ich habe mich schon gewundert, warum sie so wenig KP hat. Ich dachte, hä, sie hatte eigentlich die meisten, müsste eigentlich die meisten haben. Jetzt hat sie auch die meisten. Und ja, was die Sache mit Wunsch, will ich auch noch was dazu sagen. Bräuchte sie 4 Genies. Jetzt braucht sie nur 2 dafür. Damit sie Wunsch machen kann, das bräuchte sie 4 Genies, um Wunsch zu machen. Ist auch noch keine Änderung von mir. Und ja, ich werde jetzt zum wieder mal langsam auf die Spitze des Leuchtturms machen. Mich auf die Spitze des Leuchtturms zu bewegen und noch ein bisschen trainieren dabei. Und dann sehen wir uns im Kampf gegen Satorus wieder. Also, ich bin jetzt nicht das Video, aber ich mache einen kleinen Schnitt. Also bis gleich. So Leute, da sind wir wieder im Kampf gegen Satorus. Ein bisschen trainiert, der Stand der Dinge sieht so aus. Isaac und Garrett sind auf Level 18, Ivan auf Level 19 und mir auf Level 23. Ich wollte eigentlich alle bis 20 trainieren, ich habe aber dann doch aufgehört. A, hatte ich keine Lust mehr. B, ist mir die Ziehmagie ausgegangen. Also, Isaac, Garrett und Ivan hatten keine mehr. Mir hätte noch mehr als genug gehabt, aber okay. Und zum anderen, das kann ich euch auch gleich zeigen. Wir fangen an mit Erdbeere. Garrett hat Hitzesturm gelernt. Und du machst das. Und Ivan hat hier Tornado gelernt. Auch sehr schöner Angriff. Trifft bis zu 5 Gegner. Finde ich sehr gut. Dann wollen wir den Widerstand des Teams heben. Und Mia, du setzt mal deinen neuen Genie ein. Erstmal Granit. Sollen wir erstmal hier ein bisschen schützen. Brise. Widerstand heben. Feuerwalze. Oh oh. Na gut, okay, das war nicht so schlimm. Dank Dings hier. Erdbeere. Gut. Gut, okay. Kiesel. Fieber. Bö. Und du sprudel auf Ivan, weil der hat am wenigsten aus. So. Und jetzt hoffe ich doch mal, dass ich diesen Kampf schaffen kann. Ansonsten wäre das umschön. Sehr umschön. Bam. Ins Gesicht. Ja, genau, jetzt kommen die Beschwörungen. Ja. Oh, dieses Lied ist auch wunderbar, diese Kampftheme. Themen, wie auch immer. Atalanta, und jetzt, was wir jetzt auch machen können. Nereide, Prinzessin der Meeresgeister, oh ja. Ja, mach deine Eruption, komm. Was, Ivan? Nein, warum? Nein. Schöner Schaden übrigens. Aber Ivan, was ist passiert? Hallo? Das ist jetzt uncool. Aber so richtig. Warum ist Ivan jetzt? Oh nee, ey, das ist doch so ein Beschiss. Was hat sie denn jetzt getroffen? Das ist doch jetzt nicht wahr. So ein Dreck. Bei Hitzesturm. Ah ja, du hast deinen Genie auf Standby, darum kannst du jetzt gerade keine Wunschquelle. Mach tiefes Gebet. Ja, ja, mach Segnung. Ist ganz toll. Ist super, ja. Warum?
Oh, das ist doch. Verdammt, das ist verdammt nochmal blöd. Das ist verdammt blöd. Das würde ich sagen. Wie viel macht es denn jetzt eigentlich Hitzesturm an Schaden? Tiefes Gebet auf dich selbst, bitte. Nein, Mia, Mia! Mia! Nein! Warum? Oh nein, das läuft ja noch besser als letztes Mal. Das ist ja ganz toll. Das ist wirklich genial. Geier, kannst du das vorher auch schon? Mach Granit. Nein, ich wollte ja nicht, dass du dich schützt. Oh. Das bringt ja jetzt gar nichts, die Runde. Ragnarok. Ja, kill mich. Die Sache ist jetzt sowieso gelaufen. Ja, Leute, ich glaube, das hier hat keinen großen Sinn mehr. Wenn Isaac da nur schon Heilwasser könnte. Nicht Heilwasser. Belebung hier. Phönix, glaube ich, heißt das hier. Ich habe neulich hingeguckt, wie viel Schaden Hitzesturm macht. Ja. Was geht denn ab? 72, mehr als das andere. Ruf mal Atalanta. Ja, toll, so viel wird das jetzt sowieso nicht abziehen, wie er sich geheilt hat, genau. Ihr macht trüb sein Gesicht. Oh nein, das war so unerwartet, dass es unerwartet war. Leute, das ist doch. Na. Load Game. Ja, hier habe ich ein Safe gemacht. Ihr könnt ja sehen, Synergie ist so ziemlich am Arsch. Ja, Leute, aber ich würde sagen, der hat mich jetzt noch schneller besiegt jetzt eben, kann das sein, als in dem Video davor. Okay, ich werde hier wohl jetzt erstmal. Ich habe das jetzt ganz. Das habe ich jetzt alles hier ein Stück aufgenommen. Die ganze Merkur-Leuchtturm und die zwei Versuche gegen Satorus, aber nein. Der will ja nicht funktionieren. Da werde ich bis nächstes Mal doch noch ein bisschen mehr trainieren müssen. Und da brauche ich ein bisschen längere Zeit. Und darum mache ich hier jetzt erstmal jetzt Schluss. Ich beende die Aufnahme auch in dieser Part. Jetzt etwas sehr kurz sein. Wird vielleicht so 10 Minuten, aber ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall, Godzilla ist trotzdem ein tolles Spiel. Das hat mir jetzt nicht die Laune verdorben, das Spiel weiterzuspielen. Ich werde bald weiterspielen, sobald ich mit den Training und so fertig bin. Aber jetzt erstmal Schluss. Das reicht. Also, bis dahin, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich Golden Sun Expert weiterspiele. Und Golden Sun ist so ein tolles Spiel, wow. Na gut, also, ciao und bis.